Hallo, liebe Seelen. Hier kommt der Sternstundenimpuls vom 1.10. bis 30.10. Und ich habe eine Frage bekommen. Mensch, wo ist denn der Unterschied zwischen den kosmischen Tipps, zwischen dem, was Armin macht, den Monatsfokus und zwischen dem Sternstundenimpuls? Braucht man das alles so? Das kann ich dir nicht beantworten, ob du das alles so brauchst. Das Thema ist, wenn du es nutzt, dann kann was Wunderschönes daraus werden, weil wenn du alles nutzt und miteinander kombinierst, dann bist du in einer Ausrichtung. Und wenn alles Energie ist, und du die kosmischen Gesetze anwendest und hörst, dann weißt du einfach, dass das, was du tust, für dich immer in Resonanz geht mit der Energie im Außen. Und deshalb machen wir das ja. Deshalb machen wir das genauso, wie wir es machen und stellen dir das alles zur Verfügung, weil wir das für uns natürlich auch so machen und nutzen. Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial, in dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht. Deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Gerade auch die Monatsübersicht und gerade auch die kosmischen Tipps nutze ich seit vielen, vielen Jahren. Und wenn du das ganz regelmäßig machst, deshalb ist die Akademie ja auch für ein Jahr, dann kannst du einen ganz großen Nutzen auch für dich daraus ziehen. Ja, wir kommen gleich zum ersten Punkt und zwar ist das der Punkt vom 1.10. bis 22.10. Da geht es darum, dass du dir jetzt einen guten Überblick verschaffst über das, was du hast und über das, was du in der Zukunft willst. Dass du auch bereit bist, deine Möglichkeiten zu sehen und Türen zu öffnen. Wichtig ist, wir haben so einen Punkt in der Zeit, dass du wichtige Kleinigkeiten übersehen kannst. Und deshalb sei einfach, wenn du dir den Überblick verschaffst, sehr penibel, dass du auch in jede Kleinigkeit mit reingehst. Viele fragen mich nach einer Supervision. Ich nenne eine Supervision bei mir nicht Supervision, sondern spiritueller Überblick. Denn die geistige Welt geht gerne mal hin und betrachtet von oben deine Situation, was du tun kannst. Und oft ist es auch das, was die Menschen irgendwie wollen, denn in Einzelsitzungen werde ich sehr, sehr oft gefragt, Alexandra, schau mal, kann ich sonst noch etwas tun? Also die Menschen sind schon gewillt auch zu verändern und wenn sie wissen, was sie verändern können, dann können sie ein Augenmerk darauf legen. Und deshalb ist deine Ausrichtung auch wichtig. Du beschäftige dich mit deinen, ich sag mal, grandiosen Plänen und hab Interesse für deine Pläne und sei auch total begeistert. Und wichtig ist, dass du deine Projekte und Pläne auf ihre Durchführbarkeit prüfst und nicht in überschwänglichem Elan Dinge anreißt,
die deine Kräfte und Mittel überfordern. Vielleicht neigst du dazu, für vieles Pläne und eine eigene Meinung zu haben. Doch es gilt auch für dich, dass du dich für die Ansichten anderer öffnest. Denn so mancher scheinbar nebensächliche oder so manche scheinbar nebensächliche Angelegenheiten könnten einfach deiner Aufmerksamkeit entgehen und auch ein Scheitern deiner Pläne nach sich ziehen. Öffne die innere Tür, also der August sagt einfach, hey, ich öffne die Tür, die Zeit verleiht dir Offenheit. Das waren die ersten Minuten für dich zum Anhören. Du findest die gesamte Länge bei uns in der About Me Akademie. Die About Me Akademie ist dein umfangreicher Werkzeugkasten, um zu deiner wahren Größe zu gelangen, um dein Licht so richtig zum Strahlen zu bringen. Es erwarten dich exklusive Inhalte wie die täglichen kosmischen Tipps, ein monatlicher Heilabend, eine wachsende Mediathek mit Impulsen, Meditation und immer neuen und inspirierenden Themen und vieles, vieles mehr. Vielleicht spürst du ja in dir, dass da noch etwas Größeres in dir ist, was einfach sich zeigen will, was ans Licht kommen möchte. Ja, werde jetzt Teil unserer besonderen Herzkanal-Community. Den Link zur About Me Akademie findest du in den Shownotes. Wir empfangen dich mit offenem Herzen, wachem Geist, viel, viel Erfahrung und viel Liebe. Lass uns gemeinsam strahlen, Alexandra und Armin von Herzkanal.